Lino Wenger aus dem wunderschönen Thun. Ich bin dort mit dem Andrew zusammen auch einen Coworking Space aufzubauen. Sicher auch, haben wir auch gerne die Nähe zum Effinger. Genau, ich bin jetzt seit 7 Jahren insgesamt selbstständig, davon die letzten 2 hauptberuflich. Also da kommt von ihnen mehr offiziellen Lohn rein. Und da gibt es ein paar Sachen, die man sich darum kümmern muss. Genau, und das Thema liegt mir eben sehr am Herzen. Also nicht jetzt Finanzen allgemein, aber echt Selbstständigkeit, was es mit sich bringt. Und die Finanzen sind halt ein grosser Teil davon. Genau, und als ich angefangen habe, hatte ich eigentlich recht viele Fragen gehabt und nicht viele schlaue Ressourcen dazu gefunden. Und darum hier den Talk. Ich hoffe, ich kann euch den einen oder anderen Gedankengang oder Prozess zeigen, oder vielleicht noch nicht hatten. Und die Diskussion anschließend habt ihr vielleicht auch noch Fragen oder gute Inputs, so ich vielleicht auch noch etwas lernen zu diesem Thema. Genau. Und das Erste, was ich euch sagen möchte, ist, dass das hier, was jetzt folgt, ist alles gefährliches Halbwissen. Also, ich habe meine eigene Firma, ich lebe von dem. Also, für mich funktioniert es, aber ich habe nicht den Anspruch, dass das irgendwie allgemeingültig ist. Ich möchte euch einfach zeigen, wie es bei mir läuft und funktioniert. Und für das es dann aber wirklich verhebt, braucht ihr wirklich einen Profi. Also, für Abschluss und Steuererklärung und so empfehle ich euch wärmstens, einen Treuhänder zu haben. Genau, und wenn wir von Selbstständigkeit reden, dann gibt es da ein paar offizielle Richtlinien oder etwas, das ihr gerade müsst beachten müsst. Zahlenmässig ist, wenn ihr 2300 Franken Umsatz macht oder mehr, seid ihr sozialversicherungspflichtig. Das betrifft vor allem eben AHV und EO und das ganze Geschmäuss. Und die nächste wichtige Grenze sind die 100'000 Franken Umsatz im Jahr. Ab dann seid ihr mehrwertsteuerpflichtig. Es gibt auch regulatorische Geschichten, die ihr müsst beachten müsst. Man kann es auch schon vorher Mehrwertsteuer abrechnen. Aber warum dass ihr das macht oder nicht macht, das erklärt euch euer Treuhänder, wenn ihr eure Situation kennt. Genau, und da gibt es auch noch so eine Checkliste von SVA Zürich. Und selbstständig sein hat eben so ein paar Detailsachen, dass man zum Beispiel eigene Betriebsmittel hat, dass man selber seine Preise festlegen kann, dass man eben auch das wirtschaftliche Risiko trägt. Und dann gibt es eben im Gegenzug die unselbstständige Erwerbstätigkeit. Und vielleicht fragt man sich am Anfang, warum gibt es da so Listen oder warum tun die so kompliziert? Und da geht es eigentlich darum, Missbrauchsfälle vorzubeugen. Also es gibt zum Teil, dass irgendwie Leute auf einer Baustelle fast übernachten und 16 Stunden am Tag arbeiten. Und wenn sie sie kontrollieren, merken sie, die haben keinen Arbeitsvertrag und nichts, aber sie sind offiziell selbstständig. Und lassen sich aber eigentlich ausnutzen von einem Arbeitgeber, der das nicht sauber abrechnen will. Und es geht ein bisschen um das. Und ganz wichtig bei diesem Thema, die Finanzsicht ist wie eine Brille, die ihr anlegen könnt. Und da seht ihr mit den Tools, die ich jetzt zeige, auch etwas drauf. Und vielleicht dort die Kunst ist, zu wissen, wann man die anlegt und wann man sie nicht anlegt. Und am Schluss dreht sich auch nicht alles nur um die Finanzen, hoffentlich. Und gerade die Selbstständigkeit ist es schade, wenn es nur um das Geld geht. Genau, und ich werde euch hier etwas erzählen zum Pricing. Dann in eine Planungsgeschichte hineingehen. Ich zeige euch die Tools, die ich brauche. Und am Schluss noch so einen Ausblick auf Finanzstrategie. Das ist zwar ein hochgestochenes Wort, aber es geht um das. Und zum Schluss, die Slides werden wahrscheinlich auf der Brownback-Seite zum... Können wir aufladen, ja. Genau, und ich habe auch noch ein paar Excel-Tools, die ich selber gemacht habe, die ihr brauchen könnt. Die können wir dort auch draufstellen oder verlinken. Genau, und das erste Thema wäre das Pricing. Also, wie viel heuscht ihr, wie viel seid ihr wert? Und jetzt kann man eigentlich von zwei Seiten anschauen. Also, auf der einen Seite gibt es natürlich die Angebotsseite oder eben die Nachfrageseite. Konkret heisst es jetzt,
einerseits müsst ihr wissen, als Anbieter, was kostet euch das, so etwas zu produzieren? Also was auch immer ihr macht. Und für einen Kunden, das ist der mit dem Krönchen, der fragt sich, was ist ihm das wert? Und es können beide eigentlich ein bisschen aneinander ignorieren, aber am Schluss eben gleich nicht ganz. Und ich habe wie so zwei konkurrierende Ideen dort im Kopf. Und das sind zwar eben auf der einen Seite, denke ich, kannst du einen Preis eigentlich irgendwie machen. Also jeder Preis ist Fiktion. Irgendwo kommst du mal an einen Punkt, wo du sagen, ja, etwa so viel. Auf der anderen Seite kann man alles haargenau berechnen. Und das ist nicht, ich bin nicht ganz beim einen oder beim anderen. Vielleicht sehen wir dann beim nächsten Thema dort noch ein bisschen genauer drin. Und jetzt gibt bei Nachfrageseite habt ihr so, wir haben überall so ein subjektiv, vielleicht so ein Preisgefühl, subjektives. Wenn ich jetzt euch ein Restaurant zeige, dort könnt ihr zu Mittag essen, drei Gänger, und das kostet ihr nie 1.30 Franken. Dann findet ihr, irgendetwas ist komisch. Weil man hat so eine Erwartungshaltung an das Ganze, was es könnte kosten. Und es gibt immer ein komisches Gefühl, wenn es irgendwie eben zu günstig ist oder viel zu teuer. Und etwas, was sich das drin widerspiegelt, ist die sogenannte Demand Curve. Auf Deutsch heisst sie, glaube ich, Nachfragefunktion. Und es geht eigentlich darum, wie sich das verhaltet, wie Preis und Quantität, die man absetzt, zusammenhängen. Also konkret, wenn ich einen Sack Chips verkaufe, dann kostet 7 Stutz, verkaufe ich vielleicht einen davon einer Person. Wenn ich den gleichen Sack für 4 Franken anschreibe, kauft die Person vielleicht 3. Also wenn wir hier oben in der Kurve sind, ist der Preis höher und dann setze ich weniger Quantität ab. Und wenn der Preis tiefer ist, kann ich mehr davon absetzen. Und die Kurve kann man eben individuell, also pro Person festlegen, wie viel kaufe ich von etwas, je nach Preis. Oder man kann es aggregiert über mehrere Personen oder eben über einen ganzen Markt darstellen. Und das ist eigentlich so allgemein, wie man sich vorstellt, dass Angebot und Nachfrage zusammenhängen. Und dann gibt es aber noch den spannenden Spezialfall von diesen sogenannten Veblen Goods. Und zwar ist das, sobald es etwas eben mehr als den Snob-Value hat, also so die Luxusgüter, dann verkaufen sie zum Teil mehr von denen, je teurer sie sind. Also wenn ihr mal auf die Stadt geht, die Promenade, und dort in einen Laden schauen kann, das Zeug schreiben sie zum Teil teurer an, dass sie mehr davon verkaufen. Das hat damit zu tun mit, es gibt so ein Fachwort dazu, die Leute tun den Sozialstatus erhalten, indem sie extra teure Sachen kaufen. Wie zum Zeigen, hey, schau, ich kann mir das leisten. Und für die Leute ist natürlich so etwas auch spannender oder wertiger. Aber es hat echt gar nicht mehr damit zu tun, wie Angebot und Nachfrage sonst sich verhalten. Und was bei der Demand Curve noch spannend ist, die kann man eigentlich schlecht messen. Jetzt geht es bei Einzelpersonen. Ich kann die gleiche Person nicht x-mal fragen, wie viel würdest du für das zahlen, weil wenn das Ergebnis verfälscht. Aber bei Freakonomics, das ist ein Podcast, da haben sie mal Episoden dazu gemacht, wo sie mit Uber oder die Daten von Uber studieren. Und das ist eben, da haben sie gesehen, wie sich die Daten in echt verhalten. Das ist sehr spannend, das ist da unten verlinkt. Genau. Und das wichtigste Thema ist hier auch das ganze Offering. Also wie viel offeriert ihr für eine Arbeit, die ihr macht. Da gibt es echt zwei wichtige Merkmale. Also verrechnet ihr ein Lieferergebnis oder Zeit? Es hat beides Vor- und Nachteile. Wenn ihr ein Lieferergebnis verrechnet, also damit meine ich irgendwie, der Kunde, jetzt bei mir als Designer und Illustrator, bekommt der Kunde am Schluss ein Logo oder eine Webseite oder eine Posterillustration. Und dann kann ich dort einen Fixpreis machen, das kostet 2000 Steine für das Poster, egal wie lange ich dafür habe. Und das hat den Vorteil, der Kunde weiss, was er zu erwarten hat. Für mich hat es den Vorteil, wenn ich drunter bin, mache ich gute. Und der Nachteil, wenn ich drüber bin, mache ich schlechte. Und dort ist es extrem wichtig, dass man am Anfang wie abklären kann, was es denn genau braucht. Weil die Änderungen im Nachhinein
wenn man es zum Fixpreis muss machen muss, sicher blöd. Bei der Zeit hingegen hat man den Vorteil, dass man dass auf beiden Seiten transparent ist, was es zu tun gibt oder was es kostet. Das ist auch einfacher zu schätzen. Aber dort hat man natürlich als Anbieter den Anreiz, dass man möglichst lang hat, weil dann bekommt man möglichst viel für die Büte. Und meistens hat man nicht rein das eine oder das andere, sondern man hat dort so eine Begrenzung drin. Also wenn ich das Lieferergebnis verrechne, tue ich dort irgendwie abgrenze Offerte. Ich gehe von dem und dem und dem aus und der Zusatzaufwand wird, also der Zusatzaufwand eben die Zeit wird zu so viel verrechnet. Genau. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr irgendwo die Zeit verrechnet, die meisten Leute haben gar kein Gefühl für Stundensätze. Also wenn ihr einen Freundschaftspreis macht für jemanden, dann macht man viel den Fehler, dass man einfach einen anderen Stundensatz nimmt. Und hier seht ihr zwei Angebote oder zwei Rechnungen für eigentlich das gleiche Produkt. Also es wäre jetzt, wenn ihr eine Homepage macht für einen Kollegen und der normale Stundensatz, dann seht ihr, der Einzelpreis dort wäre 160 Franken. Jetzt, der Kollege kann sich das nicht leisten oder was auch immer, jetzt macht er für den einfach den Halbpreis. Jetzt könnt ihr das auf zwei Arten ausweisen. Also links mache ich, tue ich alles aufführen, dann mache ich einen Rabatt von 50%. Am Schluss gibt es die 1378 Franken. Auf der rechten Seite tue ich den Stundensatz auf die Hälfte machen und komme auf den gleichen Preis. Das Problem ist jetzt einfach, wenn ich einem Kunden oder einem Kollegen die rechte Rechnung schicke, findet er, ja, das kostet ja noch 1400 Steine, ist ja sehr teuer. 80 Steine pro Stunde ist auch sehr viel Geld. Also, das ist mir gar nicht gefallen da. Aber wenn du zeigst, dass es eben eigentlich kostet so viel und du hast so viel Rabatt, eben, das ist wirklich 280 Steine Rabatt, dann wird es so transparent für den Kunden, wie das zustande kommt. Und darum würde ich empfehlen, euch immer die Rabatte auszuweisen. Genau, und jetzt ist hier auch die Frage, wie kommt man überhaupt auf so einen Stundensatz von 160 oder 80 Franken? Da gibt es ein paar Fragen, die ihr könnt stellen. Auf der einen Seite geht es ja darum, wie viel arbeitet ihr, wie hoch sind die Geschäftskosten von der Zeit, die man arbeitet, wie viel davon kann man in Rechnung stellen. Also wie viel ist Arbeit, die man am Kunden kann verrechnen kann, wie viel ist irgendwie interne Büte. Wie viel braucht man mindestens zum Leben oder wie hoch ist der Ziellohn, den man gerne hätte. Und hier kann ich euch ein Excel-Tool zeigen, das ich mal gemacht habe für mich. Das hätten wir. Schnell suchen. So. Er ist gerade mega klein. Also hier habe ich mal aufgelistet die ganzen Variablen, die es gibt. Aber ganz das Oberste, wie viele Stunden arbeitet man in der Woche? Was sind die minimalen Kosten, die man muss haben im Monat? Was ist der gewünschte Lohn? Und das sind jetzt alles mal Beispieldaten. Das File könnt ihr anladen, eure Werte eintragen. Dann bekommt ihr so ein Gespür für die Werte. Dann am Schluss gibt es ja wie so eine Jahresarbeitszeit. Schon noch drin, wie viel. Sorry, kannst du bitte noch den Doppel zu losmachen? Aha, ja. Auf jeden Fall. Ist so lesbar. Also, aber ihr seht oben nachher die Stunden pro Woche, der Minimallohn, also der gewünschte Lohn. Dann gibt es mit den Ferien und krank, also wie viel seid ihr krank, und so gibt es so eine Jahresarbeitszeit und dann die effektive Stunde. Dann aus dem Ganzen mit den Geschäftskosten, die ihr habt, die werden mal auf das Jahr angerechnet, dass ihr viel im Jahr reinbekommt, dass ihr das abdecken könnt.
Und es gibt noch so den Faktor von 1,3 für so die Lohnkosten, eben wie AHV und so weiter. Das ist eigentlich so eine Hausnummer, die ich mal habe bekommen, so als Faustregel, 1,3. Also das heisst, wenn ich mir nie 10'000 Steine auszahlen möchte, müsste die Bude 13'000 Steine dafür haben. So, das ist echt das, was der Faktor aussagt. Genau, und dann am Schluss gibt es mit dem Lohn, den ich eingegeben habe, und den verrechenbaren Stunden von 50% müsste ich für einen Minimallohn so viel haben Stunde. Und für den Wunschlohn, den ich habe, müsste ich so viel haben. Und er ist noch mit oder ohne Mehrwertsteuer gerechnet. Und hier unten kann ich es von einer anderen Seite angehen und kann sagen, hey, was passiert jetzt, wenn ich hier 130 Steine heusche? Das gibt dann so einen Lohn. Also so einen Umsatz und kann hier ein bisschen mit diesen Zahlen spielen und bekomme ein Gespür, was ich haben muss, was cool wäre. Also, das könnt ihr euch anladen und mit dem rumspielen. Und ganz wichtig eben, das ist halt jetzt eben die Milchbüchli-Rechnung. Das ist sicher nicht nach Finanzstandards XY, aber ich habe nichts Schlaueres gefunden, darum habe ich erst mal so etwas gemacht für mich selber. Genau. Und vielleicht hier noch eine Quizfrage. Wenn ich jetzt den Minimallohn habe, wo haben wir ihn? Genau, wenn ich so viel brauche zum Leben, aber so viel verrechne, ist das okay? Oder warum ist es okay, wenn ich das verrechne, obwohl ich eigentlich das Minimum wäre so viel? Vielleicht eine blöde Frage. Also es geht echt darum, dass ich mein geschäftliches Risiko abdeckt habe. Muss ich dann aber schnell mit dem Cursor wieder finden. Also es geht um das. Wenn ihr selbstständig seid, tragt ihr im Gegensatz zum Angestelltenverhältnis das ganze unternehmerische Risiko. Und auf der anderen Seite muss ich irgendetwas dazu schauen. Das ist der unternehmerische Gewinn. Ich weiß nicht, ob das schlauere Wort ist oder das Gegenteil von einem Risiko. Und wenn ihr ein schlaues Geschäftsmodell habt, müsst ihr dort irgendwo ausgeglichen da sein. Und das Schlimmste wäre eigentlich, wenn ihr ein mega Risiko tragt, aber auf der anderen Seite, wenn ihr voll verrechenbar seid und alles richtig macht, nicht wirklich einen schlauen Gewinn habt. Oder ihr könnt fast nur verlieren. Und es geht ein bisschen um das. Und jetzt, wenn ihr jetzt so einen Stundensatz mal habt, für so eine Offerte, für zu schätzen, dann ist es meistens schwierig, genau zu sagen, wie viel habe ich für eine Webseite genaue Stundenzahl. Aber so eine Range hat man aber recht schnell. Also, da könnt ihr euch überlegen, wie lange habe ich wirklich minimal und wie viel habe ich maximal. Oder was macht überhaupt Sinn, wie lange das ich habe. Und es kann sein, dass sich die zwei Grenzen eben nicht überschneiden. Ich habe mal eine Anfrage bekommen, ein Poster zu machen für jemanden. Aber er hat so einen Charakter aus einem Game und so in einer gewissen Art illustriert. Und für mich wäre es eigentlich, ja, ich hätte mindestens auch 20 Stunden gehabt. Also so die Minimal-Range war noch dort gewesen, und ich wusste für ihn, was Sinn macht. Ich meine, wie viel will man für ein Poster zahlen? Wenn ich 200 Steine ausgebe für ein Poster, ist das schon ein verdammt teures Poster. Und darum habe ich gemerkt, dass ich das eigentlich gar nicht, also es gibt keinen Bereich in der Mitte, wo beide zufrieden sind. Und so etwas muss man auch gar nicht machen. Oder? Ausser man macht es irgendwie nicht wegen Geld, sondern weil es mehr Flasche zu etwas zu machen. Und dazu ist vielleicht noch spannend. Ich hatte mal einen Stand an einer Convention, wo ich Prints verkauft habe. Und hier habe ich für mich mal die Sachen ausgewertet. Also pro Kategorie die Verkäufe und den Gewinn davon. Und dass ihr daraus kommt, ich hatte Poster. Dann Prints, so A4 und A5 von einzelnen Illustrationen. Dann eine kleine Postkarte, Einzelstück oder Fünferpäckchen. Und noch so Original-Skizzen. Und die habe ich auch noch hier drauf. Irgendwo habe ich die Auswertung.
Dann habe ich mal geschaut, was ist so der Gewinn. Sorry, ist doch ein langsam auf dem Screen. Es tut mir auch so leid, dass es da ein bisschen ruckelig ist. Also rein pro Kategorie sind die Prints eigentlich am lukrativsten gewesen. Das hat zu tun mit den Kosten pro Stück und wie viel sie von denen verkauft. Pro Einzelstück sind, sind eigentlich Poster und die Originalanfertigungen oder eben sogar die Custom-Anfertigungen etwa gleich gewesen. Was ganz spannend war, die Postkarten sind, von denen habe ich natürlich am meisten verkauft. Die waren irgendwie, ich glaube, 2 Stutz gewesen, das Poster war vielleicht 35 gewesen. Und es hat dann so unterschiedliche Implikationen. Also rein vom Finanziellen her müsste man auf Poster gehen. Und von denen kann man am meisten produzieren, günstig. Aber die sind auch wieder schwieriger zu verkaufen, weil es ist fast wie ein Einrichtungsgegenstand. Da muss man Platz haben in der Wohnung. Dann Postkarten, mit denen hat man zwar viel verkaufte Exemplare, aber nicht einen mega Umsatz. Dafür haben die Leute Freude an denen und man wird viel von denen los. Und dort geht es eben wiederum darum, um die finanzielle, also die Finanzbrille. Es geht nicht nur darum, Geld zu machen, sondern für Verkaufsmodellsachen, weil es den Leuten Freude macht oder weil man es verbreiten will. Genau. Das war das da dazu. So, ich gucke meinen Cursor wieder mal. Also. Und jetzt, wenn ihr einen Stundensatz habt, könnt ihr offerieren und Projekte einholen, ist vielleicht die Frage, wann kommt Geld rein oder habe ich 3 Monate überhaupt noch etwas zu essen? Oder Geld für etwas zu essen? Und für mir die Frage zu beantworten, habe ich mir auch ein Tool gemacht. Also ich bin dieses Jahr Vater geworden, das ist es nochmal wichtiger geworden zu wissen, wie viel das man in ein paar Monaten hat. Und das ist echt so ein einfaches Tool, wo man mal eingeben kann, was ist das Finanzziel, also wie der Lohn von vorher. Das gibt da die violette Linie. Anfang des Jahres hat man natürlich 0 und Ende des Jahres muss man 12 Mal den Lohn haben. Und dann gibt es die grüne Linie, das ist der Saldo, also Einnahmen, Ausgaben. Und die ist hoffentlich die ganze Zeit oben dran, oder zumindest auf dem Punkt. Wenn sie drunter ist, dann habe ich zu wenig eingenommen. Wenn sie drüber ist, dann habe ich mehr eingenommen, als ich brauche eigentlich. Und es ist auch okay, wenn sie mal drunter geht und am Schluss wieder rauf geht. Aber dann habe ich vielleicht Cashflow-Probleme zwischendrin. Ich zeige euch das auch noch heute, wie das aussieht. Ich gucke da drin. Genau, hier ist einfach für jeden Monat sind Einnahmen und Ausgaben aufgelistet. Wenn ihr bei diesen Beispieldaten seht, also ich habe. Shit, sorry. Ich habe hier das Dezember-Projekt eingetragen beim Januar. Ab dann habe ich Rechnung gestellt, geht es vielleicht 30 Tage, bis das Geld kommt. Flyer hier. Dann den Treuhänder muss ich dann zahlen, dann kommt das Filmprojekt und so weiter. Dann kann ich wie alles mal auf die Zeitachse legen, die ich jetzt gerade im Fokus habe. Und dann gibt es hier eben die Auswertung. Und dann kann ich mal alles eintragen, dann kann ich da schon ein fixes Projekt im Herbst eintragen. Dann sehe ich das hier. Und ab hier werde ich das Problem haben, weil hier geht mir das Geld aus. Und dann muss ich mich nicht im Mai darum kümmern, sondern möglichst auch im Februar, dass ich hier etwas kann einholen, was ich im März oder April erledigen kann, dass wenn ich im April Rechnung stelle, dass es dann im Juni das Geld da ist. Oder so. So das zu dieser Planungsgeschichte. Genau. Und für mich hat das Projekt in so einer Pipeline. Das fängt damit an, dass ich irgendjemand sagt mir etwas, hey, ich habe dann noch ein Projekt, das kommt, oder frage mich mal, hey, machst du auch so Kurs oder so etwas? Und dann
weiss ich, es kommt vielleicht irgendetwas oder eine Anfrage oder eine Offerte schon rausgelassen. Und dann ist das bei Warten auf Liste. Irgendwann kommt es rein, also wird die Offerte angenommen, dann ist es bei mir unter im Gange. Dann erledige ich das Projekt und irgendwann habe ich es wie, muss ich nicht mehr damit machen, außer noch Rechnung stellen. Das ist in dieser Spalte in der Mitte. Und ab dann, als ich Rechnung gestellt habe, ist es der vierte Spalte. Und irgendwann, nach langem, kommt die Zahlung rein und dann ist das Projekt fertig. Und aus finanzieller Sicht ist es eigentlich sinnvoll, relativ schnell das Projekt in die Pipeline zu bringen. Oder zumindest so der Fehler, den viele Selbstständige machen, ist dort in der mittleren Spalte liegen. Die Arbeit ist gemacht, aber man stellt nie Rechnung. Und der Kunde kann natürlich auch keine Rechnung zahlen, wenn er keine hat. Genau. Und wenn ich nichts ab der Mitte habe, ist auch ein blöd. Und dann geht es einfach wieder, keine Ahnung, 2 Monate, bis ich das Geld bekomme. Also das ist eine Kunst, irgendwann die Pipeline so im Griff zu haben, dass man überall Projekte drin hat. Das habe ich dann in so einem Trello-Board abgebildet. Da hier schreibe ich gerne rein, was für ein Projekt ist. Vielleicht in Klammern noch der Umsatz ungefähr. Und hier habe ich auch ein Trello-Board dazu, das ihr einfach kopieren könnt und für euch brauchen könnt. Und schiebe dann auch die Liste, also die Trello-Karten über. Und es hat auch noch ganz rechts noch die Spalte nicht gemachte Projekte. Wenn es auf Warten auf oder so, dann ist abgeschossen worden. Genau. Und irgendwann kommt das Geld rein. Und dann ist die Frage, was macht ihr damit? Und vielleicht, wenn man frisch anfängt, hat man die Tendenz, dass das Geld da reinkommt, dass man es wieder zum Fenster rauslässt und denkt, ja, yeah, geil. Aber ihr habt vorher die Zahl gesehen, 1,3 Lohnfaktor. Also ihr müsst ja irgendwo noch etwas abgeben davon. Und das wäre also das letzte Excel-Tool, das ich mal gemacht habe. Da geht es darum, ich habe oben nachher die Einnahme, da kann ich eine Zahl eingeben. Also ich schaue bei mir auf meinem Geschäftskonto, was ist in diesem Monat. Mache dort wirklich eine Milchbüchli-Rechnung, wie viel habe ich ausgegeben und einfach, was kann ich jetzt auszahlen. Und dann habe ich eben mal festgelegt, 9,7% ist die AHV, die dritte Säule ist sehr viel. 5% lasse ich noch auf dem Geschäftskonto als Rücklage oder was auch immer, für irgendwelche Rechnungen zu zahlen. 1,5% für Versicherungen. Und 5,5% tue ich noch auf die Seite für die Steuern. Das heisst, am Schluss habe ich die 65%, die ich mir auf mein Lohnkonto auszahle. Und das kann ich dann eher zum Fenster rausschiessen. Aber den Rest nicht, oder? Das muss ich dann dort lassen, was hergehört. Und zum Schluss habe ich noch so 20% von meinem Lohn schmeisse auf mein Sparkonto, das heisst Ferien. Und ganz unten wird für mich zusammengerechnet, vom Geschäftskonto muss ich zum Lohnkonto überweisen, so viel, zum Steuerkonto so viel, auf die dritte Säule so viel. Und das Gäbige ist für mich, wenn ich das mal gemacht habe, dann kann ich wirklich vom Lohnkonto, wie früher als Angestellter, das Zeug brauchen. Und der Rest ist dort, was hergehört. Wenn ich dann eine Steuerrechnung zahlen muss, oder AHV oder was auch immer, dann nehme ich es dann vom Steuerkonto, weil dort habe ich ja die Rücklagen gemacht für das. Genau. Und die Zahlen könnt ihr natürlich auch für euch anpassen, was es denn braucht. Vielleicht hier noch eine Klammerbemerkung. AHV ist wahrscheinlich 9,7% zu viel. Das ist zwar der AHV-Satz, den man muss zahlen muss, aber aus Geschäftssicht habt ihr in Bilanz oder was auch immer der Treuhänder macht, ist ja nicht alles, was reinkommt, ist Gewinn. Sondern habt ihr noch Ausgaben und dann kann man noch vielleicht noch andere Abzüge machen. Und das ist das wahrscheinlich zu viel. Aber ich habe mal das dritte an, da habe ich sicher dort genug drauf. Ist das einigermaßen verständlich gewesen, jetzt der Teil? Das ist vielleicht etwas kompliziert erklärt. Genau. Und ich habe noch 3 weitere Tools. Und zwar zum Rechnungen rauslassen. Habe ich das Grand Total. Dort kann man relativ einfach also die in eine Stunde eingeben, den Stundenpreis. Und am Schluss lässt es einem ein Angebot raus. Ich kann eine Rechnung daraus machen und die verschicken. Und es kontrolliert man auch noch, wie die Zeit ist, seit,
oder die Fälligkeit der Rechnung. Also, das Timings ist ein Zeiterfassungstool. Und das spielt auch zusammen mit dem Grand Total. Also ich kann Stunden buchen auf ein Projekt. Am Schluss kann ich das Grand Total überziehen und kann eine Rechnung daraus machen. Das ist noch gäbig. Und für mich selber habe ich lange Zeit noch so etwas gesucht, das ich belegen kann, ablegen kann. Dann habe ich mich zuerst noch so mit Buchhaltungssoftware herumgeschlagen. Also Umsatz wäre ein Tool, das alle gut wäre, wenn ihr selber wollt, wirklich Kontenführung machen und Buchungssätze. Das heisst Umsatz. Aber für mich ist das zu kompliziert gewesen. Und mit dem Receipts, dort kann ich einfach Belege einscannen mit dem Handy. Das geht bei mir auf so etwas in eine Dropbox. Und das Tool liest dann ein und dann kann ich noch Tags dazu tun. Dann sehe ich auf einen Blick, wie viel habe ich für Benzin ausgegeben, wie viel sie irgendwie Marketingkosten und so weiter. Und am Schluss bringe ich das Ganze mit der Biege Belege mit dem Treuhänder und der macht dann den Abschluss so daraus. Genau. Dann kommen wir noch so zur Strategie von dem Ganzen. Ein Ansatz, der da noch spannend ist, ist der Cashflow-Quadrant. Das ist vom, ich weiß gar nicht mehr, wie der Autor heisst, Rich Dad, Poor Dad, das ist so seine Buchserie. Der ist recht bekannt. Ich glaube, er selber ist ein komischer Typ, ist auch ein Kollege von Donald Trump, der hat mit dem als Buch gemacht. Also, ich bin sicher nicht Fan von ihm als Person, aber der Ansatz vom Cashflow-Quadranten ist noch spannend. Und zwar sagt, dass es eigentlich vier Arten gibt, wie man arbeiten kann. Also links oben ist der Employee, der Angestellte. Links unten ist der Self-Employed, also der Selbstständige. Dann rechts oben ist, glaube ich, der Business Owner und rechts unten der Investor. Und eigentlich der Employee hat den Job, der Self-Employed-Typ, dem gehört sein Job. Und der Unterschied zum Business ist, dass der Self-Employed, der verrechnet halt gegen die Zeit. Wenn er mehr Geld machen muss er mehr bügeln. Und der Business Owner eigentlich nicht, der kann Leute anstellen, die für ihn bügeln. Und der Investor investiert halt dann in einen Business Owner. Und ein spannender Ansatz auch noch von diesem Buch ist, dass der Wohlstand wird nicht in Geld gemessen, sondern in Zeit. Also wenn ich heute aufhöre zu arbeiten, wie lange geht es, bis ich kein Geld mehr, also bis ich mir nichts zu essen kann leisten kann. Und das finde ich noch eine spannende Idee, weil wenn man eben Investor ist oder Business Owner, kann man vielleicht eben aufhören zu arbeiten und man hat gerne noch Geld, wenn das unterdran genug selbstständig funktioniert. Und beim Selbstständigen halt auch nicht, weil wenn man die Zeit verrechnet, dann geht es ja nicht zu lernen. Genau. Und noch zum Schluss, ganz wichtig, einmal mit jemandem geredet, der auch selbstständig ist, und der hat mir gesagt, er verrechnet keine dritte Säule. Also, er hat selber kein Geld auf der dritten Säule, und er ist ein paar Jahre älter als ich. Ich bin jetzt 31 und man sagt, dass man möglichst früh anfangen sollte, dass es viel bringt. Und das Problem ist, als Selbstständiger hat man ja nur noch die AHV, die BVG, die Pensionskasse, also das, was man als zweite Säule bezeichnet in der Schweiz, fällt weg, wenn man Einzelfirma ist. Es gibt zwar wie sagt man, Pensionskassen, wo man sich anschliessen könnte, aber es ist, glaube ich, etwas kompliziert. Und darum bleibt dann einfach die dritte Säule, wo man eben viel oder eben etwas einzahlen sollte, dass man im Alter etwas hat. Und dort ist man noch steuerlich begünstigt. Das ist alles recht komplex, aber wichtig ist einfach, ihr müsst euch etwas machen, für wenn ihr pensioniert seid, weil für unserem Alter, dann, wenn wir AHV bekommen, wird dort nicht mehr viel drin sein, sagt man heute. Lebensversicherung ist auch so ein Modell, das zum Teil kombiniert geht mit der Vorsorge. Und dort ist ganz wichtig, dass man sich von einem Profi beraten. Dort habe ich auch keine Ahnung davon. Aber auch noch ganz wichtig, dass ihr eine Verdienstausfallversicherung macht für Krankheit und für Unfall. Also wenn ich unter das Tram komme oder in eine böse Krankheit habe und nicht mehr arbeiten kann, kann ich natürlich niemandem mehr Rechnung stellen für irgendetwas. Und es ist wichtig, dass ich so eine Versicherung habe, die irgendwann mal den Verdienstausfall abdeckt. Genau. Und dann gibt es noch ganz viel Lesestoff für euch. Also auf gründen.ch und startups.ch gibt es viel so Allgemeinwissen dazu und noch gut und knackig erklärt. Das Running Lean ist ein super Buch, das ich
am Ende ist schon viel auf die Nerven gegangen und es ist auch überall empfehlen. Da geht es darum, wie du halt so ein Geschäft kannst aufziehen kannst, mit möglichst halt mit dieser Lean-Methodik, wo du viel Risiko kannst rausnehmen kannst. Wenn es um Finanzen geht, also allgemein um so objektive Entscheidungen treffen, ist das Buch von Rolf Tobelli ganz cool. Als Rich Dad, Poor Dad, Cashflow Quadrant, haben wir schon angeschaut. Wenn euch Finanzen interessieren, oder zumindest die Finanzbrille, gibt es eben für Economics Radio als Podcast, ist sehr unterhaltsam. Wenn ihr Buchhaltung wollt lernen wollt, wäre eben Bukito.ch. Ihr könnt auch Buchungssätze üben. Und noch ganz zum Schluss, fast, wenn ihr nur eins oder zwei von denen leset, würde ich das letzte das von Freshbooks noch lesen. Da geht es darum, so ein bisschen den Unterschied zwischen eben Zeit verrechnen, also zeitbasiert verrechnen oder eben value-basiert. Also, dass man festlegt, was ist der Wert von dieser Arbeit, die man macht, und das in Rechnung stellt oder offeriert, statt Zeit. Das ist sehr cool erklärt. Genau, und jetzt habe ich halt viel gelabert. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen daraus gekommen und tschüss, bin ich gespannt auf eure Fragen oder Inputs dazu. Ein Input und zwar zu Versicherungen. Ja. Da gibt es sogenannte Versicherungsbroker und die sind gratis. Das heißt, wir lassen sie her und die kennen sie aus, dann einen beraten und die können dann jeweils die Provision von der Versicherungsgesellschaft abkassieren. Anstatt dass dort ein Verkäufer von der Allianz kommt, haben wir den und der macht Anfragen an verschiedene Versicherungen für euch. Und ja, also als Beratung das schon. Cool. Tschüss noch. Input oder eine Frage? Ist etwas, das nicht seit rauskam oder das noch gefällt? Oder gibt es etwas, das ihr selber anders macht oder nicht so würdet machen? Ja, meine Frage ist noch ein bisschen. Wir bewegen uns beide in der kreativen Branche. Ich glaube auch noch, es ist ein paar von hier. Warum reden Kreative generell nicht gerne über Geld oder tun sich nicht gerne damit beschäftigen? Ja, auf der einen Seite ist, also es hat glaube ich zwei Gründe. Auf der einen Seite ist Finanz an sich nicht so ein sexy Thema. Und jetzt, wenn man sonst mehr gerne kreative Sachen macht, jetzt die Zahlenbiegerei ist sehr unkreativ meistens. Außer der macht Steuererklärungen, da könnt ihr glaube ich recht kreativ werden. Und das andere ist, ich sehe so in drei Branchen, in eben Design und Illustration. Und es ist krass der Unterschied. Bei Illustration zeigt dann jeder recht offen seine Prozesse und es will irgendwie jeder von allen lernen und man hat wie nichts zu verlieren. Weil du kannst nicht jemandem seine Illustrationsskill einfach stellen. Und beim Design hat man gängig das Gefühl, man verliert etwas, wenn man sich zu fest öffnet oder es einem jemand anderes eine Idee wegnehmen kann. Oder irgendwie. Ich glaube, man ist da recht naiv, dass man nicht das Gefühl hat, ja, wenn jetzt jemand viel lieber günstiger ist in Stunde, nimmt er mir meine Kunden weg. Ja, ich weiss auch nicht, ich das Gefühl, es hat mit so einer Verlustangst zu tun, eigentlich. Also, ich würde das vermuten, oder ich weiss nicht, was hast du das Gefühl? Ja, ich denke, es ist halt nicht eigentlich das Thema, das man sich ausgewählt hat. Es ist halt noch so ein Mitbringsel, wo man sich halt darum kümmern muss, oder? Mhm. Aber wie du sagst, es ist eher so ein rationaler Zugang, den man braucht, um sich mit Finanzen auseinanderzusetzen. Ja, jetzt ist noch andere Fragen. Ja, also ich würde noch wundern, also, das ist ja jetzt 7 Jahre die Zeitspanne, die du das schon machst. Und einfach so ein bisschen der Anfang, wie hast du den erlebt und so, ist dort auch, für mich kommt das sehr so eingependelt vor mittlerweile, aber ist das wie etwas gewesen, was du im Vorfeld überlegt hast, so die Struktur, oder ist die so ein bisschen fortgelaufen dazugekommen? Ich glaube, ich habe mir relativ wenig von diesen Sachen zu Anfang an überlegt. Also ich glaube, ja, was ich so eine Ahnung hatte, ist, dass man
dass man jetzt in der Gestaltungsbranche hat man zumindest noch Stunden setzt, wo man irgendwann kann man davon leben kann. Oder dort muss man nicht gleich, man muss jetzt nicht gleich, 40 Stunden in der Woche können verrechnen, für dass man jetzt irgendwie einen schlauen Lohn hat, eben wenn man jetzt irgendwie 150 Steine kann verrechnen kann oder so. Aber sonst ganz viele Sachen sind, ja, habe ich wie nicht gewusst, wo man mal angeeignet, einfach eben mal blöde Fragen gestellt den Leuten, eben mal Treuhänder gefragt, wie macht man das oder was muss ich hier drauf schauen. Und dann vor allem auch wichtig, eben, dass man irgendwie die Leute im Netzwerk fragt, also Leute, die das Gleiche schon machen oder etwas Ähnliches. Gerade in einem Coworking mal fragen, hey, wie offerierst du, wie bestimmst du, wie lange das du bei etwas brauchst? Oder was hast du das Gefühl? Und dort, ja, dort merkt man mehr Sachen, funktionieren oder nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so entstanden. Also, ehrlich, das meiste ist, also die meisten Sachen hier kommen irgendwo daraus raus, dass wir mal, entweder habe ich irgendwo einen groben Fehler gemacht, den ich auch verhindern wollte, oder hat mich etwas halt interessiert, dann bin ich gehen grübeln, wie man es herausfinden könnte. So. Hast du ein Geschäftskonto, nehme ich an? Ja. Das ist etwas, was ich auch empfehle, einfach von Anfang an. Ich habe es zuerst über das Privatkonto laufen lassen. Ja. Ja. Also ein bisschen, es sieht cool aus. Ja. Aber es ist praktischer zum Abgrenzen mit zwei Sachen. Ja. Ja, ich glaube, ich könnte es nehmen, weil wenn ich zu viel, oder man überlegt sich irgendwo mal, wie viel Geld das man könnte brauchen oder sollte brauchen. Und das Lohnkonto, wenn du halt so wie auszahlst und das irgendwann fort ist, dann merkst du es, bevor du das andere angebraucht, das eigentlich am Geschäft wäre oder was auch immer. Und wenn du alles auf einem hast, dann merkst du es vielleicht echt spät. Also, ich habe das Gefühl, es braucht umso mehr Disziplin, wenn du alles auf einem Konto hast. Darum, also das hat man vielleicht nicht, aber es gibt als Designer auch noch weniger, wenn man so anfängt. Also mich würde noch interessieren, wie fest es mit diesen wertbasierten Offerten etc. schon Erfahrungen gesammelt hast. Also meine Erfahrung ist, dass eben die meisten verrechnen Stundenansätze oder wenn schon Fixpreis. Aber eher Fixpreis auf Basis vom Aufwand plus noch irgendeine Marge drauf. Mhm. Aber ich finde den Ansatz sehr spannend und ja, würde mich interessieren, was da dazu schon. Kannst du von Erfahrungen teilen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich mache es noch nicht so lange, oder ich habe viel mehr Sachen gemacht mit stundenbasierten Sachen. Das ist natürlich viel einfacher, oder du musst weniger abgrenzen. Es gibt ein paar Sachen, wo ja, zum Beispiel Graphic Recordings und so, wo dann mehr was greifbar. Also das ist, wenn man etwas visualisiert, während einer Sitzung oder einem Workshop, dort mache ich es eigentlich mehr jetzt wertbasiert. Aber es hat auch damit zu tun, dass es eine ganze Industrie gibt, die das auch schon so macht. Und dort, das ist vielleicht auch wichtig, je nach Branche oder Seite ist das eine oder das andere viel logischer, dass man es macht. Aber ich tue mich auch noch schwer zum Teil mit diesen Sachen. Ich hatte einmal ein Illustrationsprojekt, das ich einfach mit der Kundin telefoniert habe. Einfach in der Offerte aufgeführt, dass sie so viele Illustrationen in diesem Stil, da würde ich so viel pro Illustration haben, eben wertbasiert. Und er hat sie aber gemerkt, ja, das ist voll über dem Budget. Und er kann es natürlich auch nicht einfach, ja, ich mache das jetzt zum halben Preis oder was auch immer. Dann haben wir es einfach anders gelöst, dass wir zeitbasiert, ich glaube, 2 Stunden, haben wir einfach als Ausgangslage. Also habe ich ihr mal offeriert und dort machen wir ein paar Skizzen, dann kann ich dir auch genauer sagen, was du brauchst. Und dann kannst du mir sagen, was dein Budget ist und dann können wir den Rest wie so viel anschrauben vom Aufwand her, dass es dort herkommt. Also am Schluss war es wie ein Mix eigentlich. Aber das Coole war, weil wir zusammengehockt in so einer Zwischenphase, ist schon alles andere viel, viel klarer geworden dazu. Das ist eigentlich so. Das ist vielleicht bei vielen solchen Themen noch umso wichtiger. Also, vielleicht bei den wertbasierten Sachen ist es noch wichtiger, dass man irgendwo noch näher den Draht hat zum Kunden. Wenn ich so. Oder wie machst du es?
Ja, ich habe mir bis jetzt aber noch nicht wertbasiert offeriert. Zum einen habe ich das Gefühl, es ist, je länger du selbstständig bist, desto eher ist das wahrscheinlich überhaupt möglich. Weil du erst gestartet hast, ja, verbrennst du vielleicht eher den Finger als das. Also sprich, entweder bekommst du den Auftrag nicht, weil er viel zu hoch ist, oder eben, du hast vielleicht den Draht oder das Vertrauen vom Kunden noch nicht, dass das wirklich kannst durchziehen kannst. Aber mal so als Zwischenschritt eben irgendeine Fixpreis-Offerte finde ich sehr spannend. Ja, wo du irgendwie mit dir gut kalkulierst, dann geht es vielleicht in so eine Richtung, dass du einen Mehrgewinn machen kannst, und wenn nicht, dann ist er so drauf, aber dann kannst du auch mal Erfahrungen in die Richtung sammeln. Ja, das ist, ich finde es auch noch wichtig, dass man dort weiss, es ist völlig okay, wenn man diesen Auftrag nicht bekommt, wenn man zu teuer ist. Also es ist echt komisch, wenn dir das nie passiert, oder du bist wahrscheinlich zu günstig. Und es gibt eben, also man muss auch nicht jeden Auftrag machen. Ich hatte jetzt wieder eine Anfrage gehabt, wo ich wahrscheinlich zu teuer bin für das oder für sie jetzt. Aber es ist auch okay, weil das Budget, das sie haben, bringen sie das vielleicht schon gar nicht her. Und das ist wie, also das ist dann wie auch nicht mein Problem, so wie es zum Teil auch am Kunden nicht sein Problem ist, wenn ich etwas nicht in dieser Zeit herbringe, die er es braucht. Mhm. Dann gibt es vielleicht andere, die das besser können. Also da darf man auch halt mal ein bisschen Selbstvertrauen haben und lieber mal an so einem Ort Nein sagen. Schau, halt, muss man auch ein bisschen herausfinden, was das Richtige ist. Gibt es noch Fragen oder Inputs? Was gibst du so Leute, die sich selbstständig machen, so für Tipps, wenn sie dann plötzlich so hören, ja okay, jetzt muss ich 150 Stutz eine Stunde verlangen, das wird mir niemand zahlen, ich bin total unglaubwürdig, ich habe ja noch nicht jahrelange Erfahrung. Was könntest du denen so ein bisschen mitgeben? Es ist extrem schwierig, pauschal so zu sagen. Also es kommt darauf an, was für eine, also wie viel Erfahrung dass die Person wirklich hat. Und es gibt bei den kreativen Berufen das Imposter-Syndrom, wo die Leute das Gefühl haben, ja, eigentlich bin ich hölle schlecht, das hat es noch niemand gemerkt. Und dann fingen sie es da raus. Und das ist wirklich zum Teil bei krass guten Leuten, die haben das echt das Gefühl hier noch drin. Also so ein tiefes Selbstwertgefühl im Beruf oder auch sonst. Und das ist mal wie das Erste, oder man muss herausfinden. Also wie viel ist die Erfahrung wirklich oder wie tief ist sie wirklich? Weil das kann dir am gescheitsten jemand sagen, der im Gleichen bügelt oder der das ein bisschen beurteilen kann, fachlich. Und das andere ist dann auch, musst du die Frage beantworten, etwas, was so branchenüblich ist, von den Büten her, bringst du das her in dieser Qualität, wie es sonst der Markt macht, bringst du es in der Zeit her, was sonst der Markt macht. Und wenn du das beides mit Ja kannst beantworten kannst, dann solltest du schon den Preis haben, den der Markt sonst hat. Also, weil sonst geht es ja nicht auf. Oder? Und dort, das ist vielleicht auch noch etwas, was zum Teil noch so ein bisschen beruhigend ist. Also, am Schluss, wenn jeder in der Branche in die um die 150 Steine hat oder 160 oder was auch immer, bist du auch deppen, wenn du mit 70 Steinen gehst. Und dann machst du ein bisschen den Markt kaputt. Und je nachdem, wenn du es mal ausrechnest, dann merkst du, dass die Stundensätze zum Teil nicht einfach so hoch sind, weil jemand gefunden hat, ich habe viel Geld, sondern weil es halt viel braucht hinten dran. Oder weil es einem Kunden halt viel Wert bringt. Und das ist dann noch das andere, oder? Ich meine, wenn du gut bist und irgendwie schlaue Büte machst, die eine Bude kann brauchen kann, und sie irgendwie dadurch irgendwie ein paar Kunden mehr haben. Also so Sachen rechnen sich zum Teil auch schnell. Also das kannst du von dieser Seite anschauen. Ich würde halt das empfehlen, mal die paar Fragen zu stellen und mit anderen Leuten zu reden, die das Gleiche machen. Das hilft schon recht viel. Dann war glaube ich noch eine Frage. Genau, du hast mal Exio ausprobiert. Bist du mal drüber gekommen? Wir haben so ein Video, so Nein oder Ja. Ich habe es schon viel gehört. Es ist, glaube ich, eine cloudbasierte Buchhaltungsgeschichte mit ganz vielen Dienstleistungen hinten dran. Genau, aber die ganze Rechnungsstellung, zum Beispiel
ist drin, die brauchen viel Auftragsverwaltung. Ja. Da habe ich halt kein Trello-Board, sondern so die Übersicht. Ja. Es klingt recht, recht cool und ist, glaube ich, auch gut gemacht. Für mich kam es echt nicht in Frage, weil ich will meine Finanzdaten jetzt nicht in der Cloud haben. Ja. Das ist bei mir jetzt echt der Grund. Klar, man kann argumentieren, die Projektpipeline in der Cloud ist vielleicht auch schon nicht gut, aber jetzt wirklich meine Rechnungen und Umsätze und Belege und so, also wäre es mir jetzt nicht wohl. Aber das verstehe ich absolut, Leute, die das machen. Und es ist sicher auch recht komfortabel, wenn du alles in einem Hang hast und der Workflow zu dir passt. Aber das ist jetzt bei mir der Grund, warum ich es nicht habe. Das Mail, wahrscheinlich verschickst du viele Rechnungen über das Mail. Jetzt sind sie ja eh in einer Cloud oder einem Mail-Server. Ja, also, jein. Also, es ist auf meinem Mail-Server, den ich selber gehostet. Ah, okay. Also, der bei meinem Webhosting läuft und natürlich beim Kunden. Also, was der damit macht, habe ich natürlich nicht Kontrolle. Ja. Genau. Ja, wie heißt das? Exio. Exio. Das ist nicht gerade gratis. Das ist, also ich glaube, 50 Stutz im Monat muss man schon wahrscheinlich machen. Also ich, für mich stimmt das, weil ich Zeit locker einsparen kann. Ich habe GmbH und nicht Einzelfirma. Ich muss dann auch verlinken. Und das ist vielleicht auch noch ein spannender Punkt, wenn ihr noch mal ausrechnet, wie viel das euch das eure Zeit kostet, dass ihr zum Teil dann so solche Investitionen rechnen, sich auch recht schnell. Also, wenn ihr jetzt könnt sagen, ja, das ist verrechnet, der 140 Steierstunden an einem Kunden und jetzt kostet das Tool 300 Steine, aber es spart mit dem schon schnell mal einen Tag, dann lohnt sich sofort. Oder? Also man kann es auch nicht unendlich lang machen, weil irgendwann hat man dann keine Zeit mehr, wo man kann. Das ist verrechnen, man hat eingespart, aber du weißt, was ich meine, oder? Gibt es schon noch Fragen, oder? Du hast noch gesagt, Fixpreis kann interessant sein. Wie gross ist in deiner Tätigkeit das Risiko, dass der Kunde nicht zufrieden ist? Und wie gehst du mit dem um, in Bezug auf den Fixpreis? Gute Frage. Wichtig ist, gerade bei einem Fixpreis, das grösste Risiko, das du dort kannst haben, ist eigentlich, dass so der Scope des Projekts wie explodiert. Oder dass du jetzt irgendwie sagst, aha, ja, du brauchst eine Webseite, ja, machen oder da ist Design, kannst du irgendwie 2000 Steine haben oder was auch immer. Und dann verstehe ich und der Kunde nicht das Gleiche darunter, was eine Webseite ist, was ein Design ist und wenn das ein Design fertig ist. Und das ist sicher ganz wichtig, dass ihr mal nach überlegt, aber was ist alles drin? Also so die Erwartungshaltung managen, ist glaube ich so das Wichtigste. Eine Möglichkeit ist, dass ihr das alles in der Offerte niederschreibt. Das ist sicher auch gut, aber was ich noch wichtiger finde, ist eben mit dem Kunden zusammenhocken und auch zusammen ein bisschen über das Zeug reden und das irgendwie festhalten. Und für das ist es mir viel sympathischer, eben so kleine Brücken zu machen und zu verrechnen. Zum Beispiel, wir machen zu viel für Webseiten, mache ich einen Workshop, es geht vielleicht 4 Stunden oder einen Tag. Nehmen wir auf, was braucht es alles, wer ist die Zielgruppe, dann machen wir aus diesen Personas, was sind die Inhalte. Und aus dem heraus kann ich eine genaue Offerte machen für die weiteren Designschritte. Aber wir können ja dann getrennte Wege gehen, ich kann das verrechnen, also ich kann das auch schon brauchen, um mit jemand anderem eine Webseite umzusetzen. Und das nimmt wie für beide Seiten viel Risiko raus und macht die Erwartungshaltungen klarer. Und das kann ich sehr empfehlen. Merci. Merci, ja.